Ja, wie ihr seht, sind wir zurück bei Silent Hill The Arcade. Und ich muss in einem Rutsch spielen. Ich kann auch nicht das Programm erst nachträglich starten, also Camtasia. Deswegen muss ich den ganzen Kram auch nochmal mit aufnehmen und dachte mir, ich quatsch einfach mal mit euch mit. Mit euch, wie auch immer. Wenn ihr das alles nicht sehen wollt, könnt ihr vorspulen. Die Zeiten dazu stehen in der Videobeschreibung. Ja. Falls ihr aber Bock habt, mich doch nochmal den ganzen Weg zu begleiten, dann könnt ihr das jetzt tun. Ich habe aber nicht vor, euch großartig was Neues zu erzählen. Wo? Oh. Tot? Übrigens sehr seltsam, dass die sich auflösen. Das ist total Silent Hill untypisch. Oh, dafür hat es jetzt irgendwas gegeben. Yay! Cool, ne? Ihr seht übrigens, man kann das eigentlich auch zu zweit spielen. Das ist aber in dieser Download-Version noch nicht verfügbar. Man arbeitet daran, das zu patchen, aber bisher klappt es halt nicht. Ich schlage mich gut bisher. Wow! Jetzt hat Bubu mich abgelenkt. Ja, Bubu, sei mal leise. Ich muss doch hier aufnehmen. Jesse? Brookhaven Hospital. Let's try getting in. Das Problem in der letzten Aufnahme war, man konnte die Dialoge schlecht verstehen, was einfach daran liegt, dass die Dialoge im Verhältnis zu den Schusstönen viel zu leise sind. Wenn ich den Sound aber so laut mache, dass man die Dialoge hören kann, dann sind die Schüsse so laut, dass man mich nicht hören kann. Ihr merkt, die Musik ist jetzt auch so laut, dass man die Dialoge so oder so nicht versteht. Und da es hier Untertitel gibt, werde ich es auch bei dieser Aufnahme so machen, dass man ich gehe jetzt, glaube ich, den anderen Weg als letztes Mal, dass man halt die Dialoge nicht so gut hört, aber ihr dafür mich ordentlich hört. Yes. You got a shotgun. Oh yeah, baby. Yeah, baby. Yeah. Oh, ich hoffe, ihr spult nicht vor, weil diesmal gehen wir ja anders. Und ich hoffe, ihr seht euch das auch alles an. Ja, das ist ein ganz anderer Gang, wenn auch derselbe wie aus Silent Hill 3. Oh, was für eine Verschwendung, dafür die Shotgun zu nehmen. I think so, but I'm not positive.
I don't think I'm hallucinating. Hey, did you just hear that weird noise? No, I think you just imagined it. It's behind! Dang! Is it not over yet? Oh. Oh, man sollte nicht nebenbei sein Handy benutzen. Eric, what's wrong? I heard a scream from somewhere. Now. Stop it. Okay, das können wir auch wieder skippen. Es gibt übrigens keinen Grund, warum Pyramid Head hier ist. Vor allen Dingen, weil wir einfach nur oft genug draufhalten müssen. Ich sehe das jetzt auf diesem riesigen Bildschirm. So. Ah, ich weiß auch nicht. Das ist Fangirl-Service at its best. Wirklich. Ach, fick dich, Käfer. Geh weg, du versperrst mir die... Oh! Die habe ich ja ganz vergessen. Geh weg! Okay, ich glaube, wir können dieses Mädchen nicht retten. Dass der hier diese Käfer als Companions hat, ist übrigens auch an den Film angelehnt. Was so ein bisschen schade ist. Ihr seid alle eklig. Oh Gott, es ist diesmal ganz anders als letztes Mal. Oder? Nee, die Szene kam letztes Mal auch, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Okay, wir skippen das wieder. Wir sind gleich schon wieder an der Stelle, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Sehr cool, dieses Spiel gefällt mir. Es ist sinnlose Ballerei, aber es ist immer noch Silent Hill und es ist viel besser als, weiß ich nicht, Shattered Memories oder so. Ja, halt an, während dieses komische Viech hinter dir herläuft. Das ist ja nicht doof. Warum suchen wir dieses Kind? Wer ist dieses Kind überhaupt? Das ist immer noch nicht so ganz klar, oder? Okay, ich bin jetzt einmal gestorben, ist aber meiner Meinung nach ganz okay. Toll, jetzt kriege ich einen Energy Drink. Fick dich, Spiel. Was so ein bisschen seltsam ist, dass ein Headshot hier mehr zählt. Dabei ist es bei Silent Hill eigentlich egal, wohin man schießt. Puh.
Panty Shot. Leider ist halt durch die... Oh nein, schon wieder dieser Bug.